hieß. Auf geht's zum E-Mobil-Treffen in Schwendt. Ich weiß nicht, wie viele das kommen. Einer kommt auf jeden Fall. Da darf ich eine Probefahrt machen. Da nehme ich euch mit, auch wenn ihr nicht wollt. Ja, es blitzt. Pünktlich zum Beginn des Treffens blitzt es. Und das bedeutet für mich Elektrizität. Ich kann mein Auto umsonst laden. Oh oh. Jetzt donuts. Was ist das heute für ein Treffen? Es ist eigentlich ein Verein, der sich, und das muss ich dann noch genau hinschreiben, über ein sogenanntes E-Mobil-Café oder so ähnlich heißt es, muss ich dann, wie gesagt, schreibe ich dahin, wenn ich das mit dem neuen Schneideprogramm alles so hinkriege. Und die machen einen Ausflug. Und einen Ausflug machen sie nach Schwendt. Nicht wegen mir, Gott bewahre, nein, sondern wegen einer Firma. Und die Firma heißt Hardy Bart. Eigentlich könnte die Dauerwerbesendung einschreiben, weil es ist eigentlich eine Dauerwerbesendung. Mal schauen. Diese Firma ist ortsansässig und ist eigentlich sehr bekannt über die Landesgrenzen hinweg als sehr innovatives Elektrogeschäft, Elektromonteur. Die machen Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen. Die machen ziemlich viel mit E-Mobilität. Sie stellen eigene Wallboxen her. Kamera wackelt, ich wollte sie bloß nicht festmachen, mache ich so. Und die Wallboxen haben ja den Bundesinnovationspreis letztes Jahr erhalten. Und das ist schon außergewöhnlich. Kann scheinbar nicht jeder so gute Wallboxen bauen wie diese Firma. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich bin der Erste, weil es geht erst in einer halben Stunde los, aber ich habe schon mit einem ausgemacht, dass wir uns hier treffen. Schauen wir mal, ob er schon da ist. Und wenn nicht, dann schauen wir mal, warum er nicht da ist. So, ich hoffe, das geht wohlmäßig, weil der Wind ziemlich geht. Man sieht schon, hinten ist es recht dunkel und da blitzt es auch immer und der Wind weht in der Gegend rum. So ein Hund. Eine halbe Stunde vor Beginn, ich mach's mal, warte mal, ich mach's anders, ich mach's so. Eine halbe Stunde vor Beginn, vor dem ganzen Treffen, ist schon einiges los. Wir haben hier einen aus Richtung Grafenwöhr, das ist jetzt nicht so weit weg, aber wir haben auch einen Österreicher da. Der steht aber momentan noch nicht da. Einer aus Neumarkt, den kennen wir auch von Horb und von Sinsheim und so weiter. Und ich werde jetzt dann eine Probefahrt machen und zwar mit, ich suche mir jetzt einen aus, dem Kia. Nein, dem Kia mache ich natürlich keine, sondern ich werde mit einem weißen Auto fahren. Nein, nicht mit dem, sondern mit dem X. Ja, verreck. Ich darf mit dem X fahren. Juhu! So, hier haben wir schon mal ein paar Eindrücke von einem, hui, einen Elefantenrollschuh. Ein lautloser. Nicht dashen, ich hab's dumm eingefahren. Lange Zeit. Die Firma kenne ich gar nicht. Super schön. Ah, die Farbkombo ist schön. Das Grün fällt mir. Das gibt es quasi bloß als. Ich schneide dich raus. Hallo. Sowas, gell? So. Wow! Ist ja schön. Das ist ein Firmenwagen von der Firma Bart. Da sind wir ja jetzt. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, weil das Wetter so schlecht ist. So, da haben wir einen i3. Das ist jetzt der neue 1er. Was ist denn das? Steckt man da etwa den Typ 2 Stecker rein? Das könnte sein. Twizy. Jawohl.
Ja, viel Ionix. Da hinten steht auch noch eine. Hoffentlich klappt das mit dem Ton, wie gesagt, weil der Wind ziemlich geht. Andi, schau. Ja. Und noch einer. Und das war es noch nicht, sondern wir haben rein theoretisch, die muss ich jetzt noch fahren, wir haben dann rein theoretisch noch einen. Sehr schön. Und das ist Eigenwerbung. Ich glaube, das ist das Model Y, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, das sind die Boxen. Die gibt es in verschiedenen Größen und verschiedenen Stärken. Das werden wir jetzt aber dann noch genau hören, wie das funktioniert. Genau. Das ist die kleine Ladebox, so die kleinste Version von allen. Und das ist die Ladebox, die ich auch zu Hause habe. Da hat man zwei Anschlüsse. Und da haben wir nochmal einen in Rot. Ich glaube, ich steige um. Und jetzt gehen wir mal zu dem Vortrag. Da darf ich filmen. Hier haben wir dann die Abteilung Photovoltaik. Und die Lampe ist geil, finde ich. Schaut aus wie ein Windrad. Cool. So, ist jetzt vorbei. Das waren jetzt ja, 5, 6, 7, 8, fast 3 Stunden. Und das ist eigentlich sehr interessant gewesen, weil verschiedene Sprecher da waren. Einmal ging es natürlich um die Technik von der Firma Bart, was sie alles machen, welche Ladesäulen die haben und so. Dann ging es um Caritas Hirschau, dass die von 36 Autos haben die 9 E-Autos und haben sich mit diesen 9 E-Autos auf 4 Jahren gute 50.000 Euro gespart, weil eben Wartung und Betriebskosten extrem runtergegangen sind. Und die wollen sich jetzt noch mindestens 5 Stück holen, dass sie dann so auf 14, vielleicht sogar 15 und 16 kommen. Dann war noch dann ging es um Umwelt. Umwelt war dann das Problem, dass man sagt, wie viel Tonnen Erdöl man für Mobilität braucht, wie viel Tonnen oder beziehungsweise Wasserstoff, ob sich Wasserstoff durchsetzen könnte und so weiter. Das war auch ganz interessant. Aber 3 Stunden ist schon sehr lang gewesen. Mein Gimbal ist momentan kaputt, deswegen habe ich jetzt das Handy einfach nur so in der Hand. Ja, wir wollten eigentlich noch draußen filmen, aber mittlerweile ist es dunkel und es regnet. Ja, ich hoffe, dass es noch ein bisschen laut jetzt, gell? Ich hoffe, dass es euch einigermaßen gefallen hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich glaube, dass es noch ein zusätzliches Video geben wird, weil ich wollte ja mit dem Tesla X fahren. Aber das ging leider nicht. Schade. Aber das werden wir nachholen. Grafenwöhr ist nicht so weit weg. Da fahre ich mal hoch zum Georg und dann werde ich mal das weiße Ungetüm fahren.
falls wir uns nicht mehr sehen, Servus, sagt locker, euer Fokker. So, nach getaner Arbeit sind wir noch gemütlich essen gegangen und jetzt sitzen wir hier alle und gucken. Und gucken einfach nur. Ach so, ja, genau. Ja, und dementsprechend lecker war's, schön war's. Informativ. Informativ war's auch. Dann ist es gut. Ja, dann wünsche ich euch alle noch eine gute Heimfahrt. Und du hast ja nicht so weit. Das ist ja bloß Österreich ist ja nicht so weit.